Nur Sedwick, guck wieder traurig. Die Türen in diesem Schloss sind böse. Ja, die Schlösser in dem Schloss. Es gibt keine Schlösser. Wieso sind Schlösserlöcher zu viel verdammt? Nein, Garrett konnte ja hier auftauchen und böse Sachen machen, ne? Wandmosaik. Ein Hoch dem König, der sich in seinem Schloss einschließt, das Land verfallen lässt und sich nicht gegen das nahende Ende zur Wehr setzt. Ein Hoch. Habe ich das Schild eigentlich schon mal Da angesprochen? ist ein Spalt hinter diesem Wappen. Moment mal, es scheint irgendetwas dahinter zu sein. Da scheint tatsächlich irgendetwas hinter diesem Wappen zu sein. Mal sehen. Nein, ich schaffe es nicht. Ja, schön für dich, schön für Hey, dich. Spot. Kannst du mir irgendwie helfen, dieses Wappen von der Wand zu lösen? So, und nun? Der Spot kann alles. Der Spot kann Schlösser aufbrechen und... Ahnte ich es doch. Ein, was wohl? Ein geheimer Mechanismus. Wow. Mit den Zähnen kann ich die Kette garantiert nicht aufhalten. Interessant. An dieser Kette hängt offenbar das Gegengewicht für das Fallgitter da drüben. Davon lasse ich lieber die Finger. Wenn das Tor runterrauscht, würde mir die Kette die Handflächen zerfetzen. Das wollen wir ja nicht, ne? So. Böse Tier. Hallo, du da. Bist du der königliche Astronom? Jotzen. Jotzen? Was soll denn das bedeuten? Brombeka sitz sas ditzebück livim. Was zur Hölle? Was? Romka sitz sas ditzebück livim. Ja, genau. Danke, Ron. Jotzen und so weiter. Auch an Ilvi. Oh je, der Astronom spricht offenbar eine fremde Sprache. Astronomisch oder so. Ja, astronomisch. Hallo? Kannst du mich wirklich nicht verstehen? PNF Q wie olde Flüffel ilf padft. Fuß runter! Das ist nicht der König, so viel ist sicher. Die Gebärdensprache habe ich leider nie gelernt. Aber hey, dafür kann ich Einrad fahren und hupende Nasen bedienen. Ja. Darf ich eine Frage stellen? PNF Q wie olde Flüffel ilf padft. Das war sicher sehr teuer. Ja, umschubsen. Darf ich eine Frage stellen? PNF Darf ich eine Frage stellen? PNF Das ist immer eh nur das Gleiche, was er antwortet, der Darf Typ. ich eine Frage stellen? P. Und das ist immer nur das Gleiche, was Cedric Darf sagt. ich eine Frage? P. Was, Pi? Er ist Mathematiker! Oder er muss mal. Ich würde ja pfeifen, aber mein Mund ist so trocken. Das ist ganz schön beeindruckend. Ich muss zugeben, ich bin ernsthaft eingeschüchtert. Ohne mich, ich werde hier auf keinen Fall irgendetwas anfassen, geschweige denn kaputt machen. Zur Abwechslung mal. Ja. Brunnen. Nein, das ist kein Wunschbrunnen. Ein tiefer, dunkler Schacht, wie mein Leben. Da ist nichts zu holen. Der Brunnen ist versiegt. Mondornament. Ich muss aufpassen. Die ist so scharfkantig, ich könnte mir aus Versehen die Zunge abschneiden. Diese Mondsichel ist ganz schön scharfkantig. Wieso muss Cedric da Und hepp. immer reinbeißen? Haben wir die jetzt aufgesammelt?
Scharfes Mundornament. Wofür? Diese Mondsichel ist ganz schön scharfkantig. Eine Kurbel, yay! Für den Brunnen unten. Das hat bereits genug Zähne. Ja, es braucht deine nicht noch dazu. Mit dem Getriebe scheint alles in Ordnung zu sein. Das lasse ich besser in Ruhe. Planetensystemgetriebe. Jetzt spring schon an. Das scheint der Mechanismus zu sein, der das Planetensystem antreibt. Aber irgendetwas fehlt. Eine Kurbel? Ohne mich. Ich werde hier auf keinen Fall irgendetwas anfassen, geschweige denn kaputt machen. Zur Abwechslung mal. Ölschacht. Darf ich eine Frage stellen? P-I-N-F-K- Ja, ja, piep, 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 piep. Oh, oh. Da muss man aber sehr aufpassen, dass man nichts verschüttet. Ob ich das wohl ohne Hilfsmittel hinbekomme? Das benutzt man, indem man etwas hineintut. Was, wirklich? Schlüssel! Ist der für den Thron? Hurra. Einfach mal mitnehmen. Lexika. Türklopfer. Oje, es ist vollkommen durcheinander. Na dann mal los. Muss ich das erstmal ablegen, oder wie? Da fehlt irgendwie was. Nee, fehlt nicht. Das Alphabet nicht mehr! Und jetzt? Ist doch alles richtig. Wir erstmal den Schlüssel aus. Schlüssel. Er sieht doch sehr königlichhaftig aus. Hey, da war ja tatsächlich ein Geheimfach im Thron. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten, da reinzugucken. Oh, ich will auch sehen. So, unterm Thron eher. Unterm Thron. Das königliche Geheimfach. Oh je, ich zittere ja. Vor Aufregung. Spot, mach mal Licht. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Hey, was ist denn das? Eine Zange, eine Säge und ein Kuhfuß? Das ist kein königliches Geheimfach. Das ist der königliche Werkzeugkasten. Jetzt ist es leer. Jetzt ist es leer. Aber hey! Breche es raus! Damit sollte selbst ich das schaffen. Autsch! Oh, Schmerz! Oh! Naja, egal. Wer braucht schon Schultergelenke, wenn er dafür Mosaikscherben hat? Ja, Mosaikscherbe. Die zufällig beim Rausziehen die gleiche Form aufgeweist hat wie das Wandmosaik hier. Ohne das fehlt. Sie passt perfekt, aber die Farbe stimmt nicht. Das fehlende Teil müsste blau sein, aber nicht irgendein Blau. Es ist das königliche Himmelblau. Jetzt müssen wir das auch noch anmalen, oder wie? Woher will das Rätsel eigentlich wissen, dass das Ding blau ist?
Mit dem Schild kann ich nicht interagieren, ne? Ich meine, man kann überprüfen, dass da was hängt, aber doch nicht die Farbe, die das Ding hat. Jetzt außerhalb von Videospielen. So unrealistisch, ey. Ein Eimer. Wow, ein ganzer Eimer Wasser. Das macht doch die Blasen an den Händen alle mal wieder wett. Du und deine Probleme, Sedgwick. Nein, danke. Mich dürstet es nach ganz anderen Dingen. Ein Leben ohne Angst und Selbstzweifel wäre ein Anfang. Oder überhaupt ein Leben. Schön, dass du die Kurbel einfach wieder mitnimmst. Türklopfer. Na endlich. Wie auch immer. Wie auch immer. Hoppala. Was bist du denn? Goldfisch? Warum bist du eher auf dem Rücken gedreht? Das heißt, er ist tot. Fernin, Afrium, Silentium, Pornitium und From. Das sind die fünf Elemente. Von links nach rechts. Fernin, Afrium, Silentium, Pornitium und From. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Das lasse ich lieber hier hängen. Nein, nimm's mit! Das Fläschchen ist leer, aber man sollte ohnehin nichts trinken, was man in einem Alchemielabor findet. Das ist zumindest das, was Oma gesagt hat, bevor sie mit den Gänsen nach Süden zog. Oh. Entweder ist es leer, oder es beinhaltet einen Unsichtbarkeitstrank. Ja, aber Unsichtbarkeitstrank heißt nicht, dass das Getränk unsichtbar ist, sondern dass man unsichtbar wird, wenn man es trinkt, ne? Ich meine ja nur, Sedgwick. Ich meine ja nur. Ein Hoch auf Kommoden, die stummen Ordnungshüter unter den Möbelstücken. Nein, keine Spuren einer Trickfalle zu sehen. Man sollte immer auf Nummer sicher gehen, bevor man fremde Kommoden öffnet. Genau, besonders in Spielen wie Thief. Mörserschüssel. Na, was haben wir denn da? Eine Mörserschüssel. Wie aufreibend. Na, was haben wir denn deine Mörs... Wie? Noch irgendwas drin? Nein. Röhrenlabyrinth. Himmel, wie funktioniert das nur? Oje, die Rohre stehen ja noch wie Kraut und Rüben. Überall sind offene Rohrenden, aus denen der Dampf entweicht. Und ich sehe nur zwei Korken. Das sollte ich schleunigst reparieren. Yay, noch so ein Rätsel. Ich brauche mal was zu nehmen, ja. Und da oben ist auch ein Korken. Stecke ich die beiden erstmal hier hin. Rätsel gelöst! Das Spiel hat es nur noch nicht gecheckt. Der zweite Korken ist jetzt da. Kann ich einfach so da hinstellen hinten? Also aber lieb. Welchen Sinn würde das machen, das hier runterführen zu lassen? Fest. Den haben wir hier schon mal. Irgendwie verstehe ich es nicht. Der kann doch dann hier jetzt durch. Wir dadurch.
Oder muss ich die Korken zwangsweise benutzen? Kompliziert, kompliziert.